Hallo zusammen, hier ist wieder Heutela und heute wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute ein paar Transmog-Items anschauen, die bald nicht mehr im Spiel sein werden, um genau zu sein mit dem Pre-Patch, denn dort wird das Berufesystem ein bisschen angepasst. Und wir wollen uns heute angucken, was das für Items sind und wie ihr die noch bekommen könnt, bevor der Pre-Patch live geht. Wir schauen da einmal dafür, ja, hier Lederverarbeitung exemplarisch an. Und zwar gehen wir einmal runter zu Draenor und dort haben wir Items, wo wir unsere epischen Draenor-Items upgraden können. Und das Zeug ist zum Beispiel hier die Lederpolitur oder auch hier die kraftvolle Lederpolitur, solche Geschichten. Und die machen einfach nur, dass unsere Draenor-Items ein höheres Item-Level haben. So weit, so gut. Diese Items fallen raus. Warum ist das jetzt schlimm? Das Problem ist halt, die Grund-Items haben einen Transmog. Wenn man die upgraden, dann haben die eine andere Transmog-Vorlage. Heißt, die Farben ändern sich ein bisschen ab. Und das ist nicht nur bei Lederer so, sondern bei Schmiedekunst ist es so, bei Inji ist es unter anderem so, bei Inschriftenkunde gibt es ein paar Stäbe, bei Schneider natürlich auch. Also sprich, eigentlich alle Rüstungsklassen und noch die verschiedenen Waffenklassen über die anderen Berufe sind davon betroffen. Falls ihr diese Items noch haben wollt, müsst ihr diese Upgrade-Geschichten noch machen, bevor der Pre-Patch live kommt. Wahrscheinlich kommt er nächste Woche oder übernächste Woche, man weiß es jetzt aktuell noch nicht so genau. Ich bin gerade dabei, deswegen habe ich mir einiges an Leder hier zusammen gekauft, diese Upgrades noch zu holen. Habe jetzt auch schon ein paar Berufe abgeschlossen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken jetzt mal kurz auf dem PTR rüber, wie das da aussieht. Und zwar, wenn wir jetzt hier reinschauen auf dem PTR, seht ihr, dass wir ganz normal hier die Leder-Items haben. Die bleiben drin. Also das Grundtransmog könnt ihr immer noch holen, nur die Items sind halt Stufe 20. Und jetzt, wenn wir hier reingucken, haben wir noch die Taschen drin und die Forschungen, aber die Upgrade-Items sind raus. Wir haben jetzt andere Upgrade-Items. Und zwar heißen die Relikt der Vergangenheit. Und mit diesem Relikt der Vergangenheit können wir auch das Item-Level von Items hochsetzen und auch die benötigte Stufe, so wie es bei allen verschiedenen Bereichen ist. Also das gleiche gibt es halt auch auf der verheerten Insel, also in Leechen. Und das gleiche können wir dann auch hier mit Pandaria machen, beziehungsweise im Kataklysmus, da gibt es so Zeug auch. Ich glaube, da muss ich es halt aber dementsprechend noch lernen. Wichtig ist aber, dass damit, dass hier dieses System jetzt auf diese Relikte der Vergangenheit umgestellt werden, sind halt diese Polituren raus und damit dementsprechend auch die Upgrade-Geschichten, die man damit machen kann und halt auch das Transmog. Ja? Dementsprechend habe ich mir jetzt einiges Leder geholt, um mir möglichst viele von den Items erstmal herzustellen und dann wo haben wir es denn hier, die Lederpolitur zu basteln. Wir haben es nämlich so, dass wir von jedem Item, das wir hier einmal herstellen können, haben wir drei verschiedene Transmog-Stufen. Wir haben zwar insgesamt sechs Ränge zum Herstellen, also ihr habt, wenn ihr es grundsätzlich herstellt, Rang 1, dann wenn ihr es einmal upgradet, Rang 2, beim dritten Mal Rang 3, 4, 5, 6, ne? Es geht so weit hoch. Wir brauchen aber insgesamt nur Rang 3 für alle Transmogs. Heißt, wenn ihr das Grundding herstellt, habt ihr das erste Transmog. Wenn ihr dann mit der ersten Politur hier, die 70 Marken kostet, quasi das erste Upgrade draufhaut, habt ihr das zweite Transmog. Und wenn ihr nochmal mit der gleichen Politur das zweite draufhaut, habt ihr das dritte Transmog. So einfach ist es. Es gibt dann noch die größeren, sowohl bei Schmiedekunst und ja, Schneider und halt die anderen Berufe gibt es halt selbiges, bloß mit anderen Ressourcen. Braucht ihr hier die großen nicht, ne? Also ihr braucht wirklich nur das Grunditem und ihr braucht zweimal die kleine Politur. Ich werde es euch gleich auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert. Und genau, davon halt leider einiges. Also ich habe jetzt schon Schneider hochgebastelt und habe einige tausend Gold da reingehauen, denn das Problem an der ganzen Geschichte ist, ihr braucht halt jetzt raue Mengen, wenn ihr euch noch alles Transmog holen wollt, von einer begrenzten Materialie. Hier poliertes Leder und dieses hat eigentlich einen täglichen Cooldown. Also ich kann das einmal herstellen. Wo haben wir es denn? Hier oben. Ich kann einmal hier poliertes Leder herstellen, wenn ich noch keinen ja, Rang hier oben habe, beziehungsweise Skill hochgebastelt habe, dann kriege ich nur 8, sonst kann ich halt 20 Stück herstellen. Und jetzt ist es so, dass ich noch die Möglichkeit habe, hier über diese Gebäude das Zeug zu basteln. Und zwar kriegen wir das hierher, können wir ja mal Arbeitsaufträge reinhauen, wenn wir
Ja gut, jetzt habe ich hier das Inschriftenkundegebäude, aber man könnte auch das Ledergebäude hinmachen. Das Problem ist, alle diese Sachen sind zeitabhängig. Ich habe mir jetzt eine Methode rausgesucht, wie man schnell diese Dinger bekommt, ohne viel Zeit da rein zu investieren. Und zwar gibt es Händler, und hier habe ich zufällig mit dem Main gerade einen, der ist hier in der Garnison drin, bei der Horde gibt es den selbigen auch, und der verkauft euch hier Urgeist gegen Leder und unter anderem, was er noch macht, er verkauft uns Rezepte. Und zwar hier ein Rezept, das hier, dass wir mit Urgeist und Leder quasi uns dieses polierte Leder bauen können. Ihr könnt euch damit endlos poliertes Leder bauen, wenn ihr denn die Grundmaterialien habt. Und das gleiche funktioniert mit den Schneidersachen, mit den Inji-Sachen, mit den, ja, auch mit den Stoffsachen genauso. Also es gibt für jeden einen Händler. Das ist halt immer random, welcher am Tag da ist. Und ihr müsst auch ein bisschen durchloggen, denn es kann sein, dass bei euch bei einem Einschar in der Garnison ein Typ hockt, der euch hier eine Raid-Quest gibt. Dann kann es sein, dass ein Typ hockt, der euch eine Dungeon-Quest gibt oder dass ihr irgendeine Elite-Mob umhauen müsst. Also das ist immer verschieden, welcher da ist. Es gibt aber fest einen von diesen Händlern, die euch die Berufsmats verkaufen, beziehungsweise die Rezepte, die immer an einem Tag fix da sind. Da es jetzt wahrscheinlich nur noch eine gute Woche ist, wo wir Zeit haben, solltet ihr halt, wenn ihr diese Items noch holen wollt, diesen Händler am besten aussuchen, die Grundmaterialien kaufen. Wenn ihr den, ja, diesen Handelsmarkt da habt, könnt ihr die Sachen auch umtauschen, beziehungsweise ich habe es jetzt halt immer gekauft, ne, weil ich halt hier raue Mengen brauche. Dann geht er halt her, nimmt das, die Grundmaterialien, in dem Fall bei mir jetzt das Leder, das rohe Tierleder, geht zu den Typen, kauft euch hier Urgeist halt in der Menge, die ihr braucht, und nehmt halt Urgeist und Leder. Vielleicht habt ihr auch von dem Zeug noch was auf der Bank, wenn ihr Glück habt. Ich hatte hier noch 500 auf der Bank rumliegen. Und dann könnt ihr halt endlos von den Dingern hier bauen. Und dann geht er her, baut eure Items, die ihr braucht. Und gradet sie dann hier mit der Politur ab. Wie gesagt, bei Schmiedekunst funktioniert es genauso. Ihr baut auch die Items. Und dann das erste Upgrade-Item ist es, das ihr braucht. Wichtig noch zum Anmerken. Zum Beispiel bei Schmiedekunst gibt es zwei, und bei Inji war es glaube ich auch so, gibt es verschiedene Dinger. Es gibt dann einmal einen Waffen-Upgrade und einen Rüstungs-Upgrade. Da immer aufpassen, was ihr braucht. Zum Beispiel bei Schmiedekunst, wir können jetzt hier auch mal reingucken, funktioniert es genauso. Da haben wir auch einmal hier, das ist die Ressource, ne, die Edgestahlbahn. Und die brauchen wir immer 100 für die Items. Und dann ist es noch so, dass wir hier die Upgrade-Dinger brauchen. Und hier gibt es ein Ding, das ist ein Waffen-Upgrade, das uns 70 von den Bahnen kostet. Und hier ist auch ein Upgrade-Teil, das ist für Rüstung. Ja? Und ihr müsst halt die richtigen bauen. Ne? Also da ein bisschen aufpassen. Wildblut braucht man noch und so dieses Erdenzeug. Aber das ist eigentlich im Auktionshaus, also das kann man sich kaufen. Oder wenn ihr euch das nicht kaufen wollt, könnt ihr das euch auch bei einem Händler besorgen. Und zwar ist der hier hinten. Und da kann man es hier sich auch gegen Urgeist holen. Ihr könnt theoretisch, wenn ihr jetzt ganz geizig seid und viel Zeit habt, das Urgeist auch in Draenor farmen. Das kann eigentlich von allen möglichen Mobs droppen oder auch von, wenn ihr Sachen im Berg baut. Zum Beispiel, ich habe vorher bei einem anderen Twink das in der Mine hier einmal abgebaut. Also das könnt ihr theoretisch auch machen. Also die Möglichkeit wird es auch geben. So, wir wollen jetzt mal schauen, wie das mit dem Upgraden funktioniert. Jetzt schicke ich mal diese Upgrade-Dinger zu meinem Hunter. Also einmal rübergeschickt, den habe ich auf dem dritten Account. Wo haben wir denn? Hier, genau, also da ist der Hunter. Wir gehen jetzt hier in das Upgrade-Ding rein. Jetzt mache ich bloß auch mal den Sound an, dass ihr vielleicht All the Things dann auch hört. Genau, und jetzt habe ich hier die Teile, ne? Und ihr seht, bei diesen Teilen, das ist jetzt zum Beispiel der Kopf. Ich habe eins von sechs geupgradet und ich habe den Haken dran, dass ich das Transmog habe, ja? Also da seht ihr unten das Transmog-Teil. Ja? Und oben steht aber bei mir, von All the Things ist das, das ist ein Add-on, das empfiehlt sich runterzuladen, wenn ihr hier diese Transmog-Sachen gucken wollt. Denn ich habe erst einen Unter-Transmog von diesem Item. Ich kann jetzt auch mal hier das Ding aufmachen. Das habe ich jetzt hier eingestellt, dass wirklich alles angezeigt wird. Und jetzt gehen wir jetzt mal hier auf Lederer, Kette und dann seht ihr das. Habe ich zwar das Grundtransmog, das haben wir jetzt hier den Kopf ausgewählt, aber die anderen nicht. Die sehen einen Ticken anders, also hier unten seht ihr es. Das Grunditem ist so ein bisschen rötlich und hat so grüne Hörner. Wenn man es einmal upgradet, ist es ein bisschen lila-mäßig und hat blaue Hörner. Und wenn man es ein drittes Mal upgradet, dann ist es quasi gräulich und hat rote Hörner. Und dann beim vierten Mal bleibt es gleich, ne? Also hier
Upgrade Nummer 4, 5 und 6 bleiben tatsächlich gleich. So, heißt, ich habe jetzt das Transmog gelernt, hau jetzt das erste Upgrade-Item drauf. Und tada, ich habe wieder ein Transmog gelernt. Also nur dadurch, dass ich es abgegradet habe, habe ich ein neues Transmog. Und das kann ich jetzt halt nochmal machen. Heißt, die Grundstufe von allen Items, die wird es auch noch geben, wenn das Addon rauskommt. Ja? Also die könnt ihr euch ganz normal noch holen. Die abgegradete Stufe gibt es nicht mehr. Jetzt ist der Kopf hier auch raus. Zweimal abgegradet, ich hab's. Ne? Wir können nochmal hier auf dem PTR gucken. Heißt, die Grundstufe von diesen ganzen Items, die gibt es noch. Upgrades gibt es halt leider nicht mehr. So, und wenn ihr jetzt alles haben wollt, dann müsst ihr halt mal eure ganzen alten Berufscharts durchloggen und schauen, ob ihr diese Grundmaterialien noch habt für die verschiedenen Berufe und könnt sie dann upgraden. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen klar geworden. Ich werde jetzt noch einiges an Zeit verwenden, hier das ganze Leder umzubasteln und dann wahrscheinlich Ähnliches noch mit dem Schmiedekunstchart tatsächlich auch noch zu machen. Da können wir nämlich auch noch mal reinschauen. Ich habe jetzt nämlich hier bei Schmiedekunst das gleiche noch offen und hier gibt es auch Waffen, ne? Und auch bei den Waffen ist es dann so, dass die anders aussehen. Hier das Schild zum Beispiel. Warte mal, wir suchen was raus, was vielleicht, wo man es ein bisschen besser sieht. Hier zum Beispiel die Axt, ne? Da hast du das Grundmodell und hier wird es ein bisschen größer und da wird es noch ein bisschen größer. Also seht ihr, da haben wir dann einfach immer eine bisschen größere Axt. Wenn ihr jetzt sagt, okay, das Transmog-Zeug interessiert mich nicht, dann ist es für euch irrelevant. Wenn ihr aber, so wie ich, dabei seid, alles Mögliche an Transmog zu sammeln, wäre es eine Überlegung wert, dass man sagt, okay, jetzt bevor das dann nicht mehr erhältlich ist, holt man sich die Dinger noch. Ne? Genau, da wollte ich einfach so ein bisschen darauf hinweisen. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollten noch Fragen da sein, schreibt die gerne in die Kommentare. Ich weiß, das System ist ein bisschen kompliziert, hat bei mir auch ein bisschen gedauert, bis ich da durchgeblickt habe. Achso, als kleine Empfehlung noch, wenn ihr das raussucht und ihr All the Things habt, macht hier rein Completist-Modus, Account-Modus, dass euch alles angezeigt wird. Und dann geht ihr rein, nicht bei Berufe, sondern bei hergestellte Items, Draenor. Und da werden euch dann diese Unterstufen angezeigt. Da seht ihr auch relativ schön, was euch da noch fehlt. Vielleicht hilft dem einen oder anderen das. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich habe alles gesagt. Wie gesagt, nochmal, Lederer, Schmiedekunst, Schneider, dann Inschriftenkunde und Inji waren die Berufe. Die Inji-Köpfe haben übrigens kein Unteraussehen. Also da könnt ihr nur das Grundmodell herstellen, aber die Inji-Waffe, die hat mehrere Looks quasi. Warum auch immer, ne? Also hier ist es beim Leder, haben die Köpfe drei verschiedene Aussehen. Bei der Inji-Brille hast du nur ein einziges tatsächlich. Also die Inji-Brillen, da müsst ihr nicht die Upgrade-Sachen herstellen, das habe ich schon rausgefunden. Aber bei der Schusswaffe, da habt ihr die Upgrades. Gut, das war es jetzt aber dann wirklich. Und ja, wie gesagt, Fragen in die Kommentare. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila, bis dann. Ciao.